Ja, die großen Hundebesitzer stehen hier mit Wohnmobilen auf dem Wohnmobilstellplatz. Wir sind in Düsseldorf am Rhein. Ich zeige es mal gerade als Beweis. Da vorne ist ein Rheinschiff. Die kommen hier die ganze Zeit. Ich mit drei Hunden. Und hier haben wir einen Kampfhund. Ich zeige ihn mal gerade in Spitze, oder was ist das? Eine Kampfratte. Wenn du mir mal erklärst, wo du herkommst. Aus Aachen. Aus Aachen? Ja, das ist weit weg von Düsseldorf. Ja, 80 Kilometer. Ist schon weit, oder? Ja, sehr weit. Sehr weit. Sehr weit. Was ist hier ganz besonders, was es in Aachen nicht gibt, in Düsseldorf? Die Strandpromenade, der Rhein, natürlich. Und das Fortuna-Bütchen da oben. Das ist unglaublich, das Fortuna-Bütchen. Da war ich auch gestern Abend, habe mir Wein geholt, aber die meisten trinken da Bier. Ja, läuft so. Okay, läuft so. Wenn du mich mal kurz aufklärst, was ist Fortuna? Fortuna, ja, der Fußballclub. Der Fußballclub von? Von Düsseldorf. Von Düsseldorf. Ja, ich habe ja keine Ahnung vom Fußball. Ich habe nur überall die Fortuna-Sachen gesehen. Ja, ja, das Schönste ist da vorne der Leiner, ne? Münchner Kennzeichen und Fortuna-Flagge. Super. Da vorne, warte, ich zeig's mal gerade. Das ist überhaupt schön da hier, ne? Der steht da vorne. Ja, das ist hier Strandlife. Es ist relativ kalt, muss man sagen, für Ende Mai. Oder geht's? Aber schön. Aber schön. Es war ja warm gestern. Also wer das noch nicht weiß, das hier ist quasi, ist es jeden Tag Altstadtfest hier am Rhein, oder? Altstadt ist immer was los und naja, kommen die Schiffe, ne? Wenn die Galaxy, das neue Schiff hier in Düsseldorf seit letztem Jahr. Okay. Und ja, ist immer schön, einfach nur eine Runde um hier auf dem Rhein zu fahren und alles, herrlich. Man kriegt hier immer einen Platz, wenn das Auto nicht so groß ist. In der Regel kriegt man hier immer einen Platz. Außer natürlich, wenn hier Messe ist, die Karawanmesse. Das ist das Einzige, wo es mal knapp wird. Wo es mal eng wird. So, und du bist, woher kommst du? Ich komme aus Schwerin, Mecklenburg-Vorpommern. Aus Schwerin? Ja, Mecklenburg-Vorpommern. 100 Kilometer von Hamburg weg. SN, habe ich gedacht, wäre Siegen? Nee. Nein, Schwerin. Schwerin. Landeshauptstadt Schwerin. So, und das ist deiner? Das ist ein Havanese, das ist die Lotte. Die Lotte, auch ein Mädchen, ja. Wie meine. Das ist doch mit Hund unterwegs zu sein. Du bist jetzt allein unterwegs oder mit mehreren Leuten? Ich bin Witwe, ich bin allein unterwegs, ja. Ja, ist das schön hier? Ja, super. Ich meine, das Wasser, die Stadt, das Bier, ne? Okay. Das schöne Alte, ne? Altstadt, habe ich viele gehört, da ist die voll mit Jugendlichen. Das heißt, da wird gegrölt, gefeiert. Was hast du für Erlebnisse? Ich sag mal, ich war, ja gut, das gehört dazu, das ist eine Großstadt, ich meine. Ich kenne das auch noch von früher, ich war früher auch schon beruflich immer hier, alle 4 Jahre, wenn hier bei der Messe und so weiter, also ich kenne das schon. Das ist halt, das stört mich jetzt aber nicht. Okay. Das ist das Thema. Ist ja, das, und hier das Ambiente, das gehört alles dazu, sag mal, das muss man haben. Das ist Düsseldorf. Ja. So, ich zeig's mal gerade. Da vorne ist übrigens ein Funkturm. Auf dem Funkturm ist eine Uhr, habe ich gestern erfahren. Das heißt, diese blinkenden Punkte haben irgendeinen Sinn. Und ja, Till war hier, mein PR-Mann, wir haben uns hier getroffen und haben tatsächlich im Bütchen dann etwas ganz Schlimmes gemacht. Wir haben einen Rotwein verlangt, da guckte er mich an. Der Rotwein war, der Rotwein kam aus dem Kühlwagen, hatte 3 Grad. Und Till meinte dann so, der wäre zu kalt. Da habe ich gemeint, nee, das passt schon hier. In Düsseldorf wird der Rotwein kalt getrunken. Gut, du musst nichts sagen dazu. Hier ist alles anders. So, Aachen, du bist jetzt wahrscheinlich nicht allein, oder? Hast du nein, dabei? Nein, ich habe eine Frau auch schon mit dabei. So, die Frau ist dabei. Frühstück schon? Nee, noch nicht. Ich bin erst gerade von Köln gekommen. Von Köln? Ja, ja. Du warst in Köln? Ich war gerade noch in Köln, gestern auf dem Konzert, heute hier auf dem, ja, was heißt Konzert, ne? Wo bist du gewesen, in welchem Konzert? Von DJ Bobo. DJ Bobo? Ja, ja. Lebt er noch? Ja, aber richtig, aber ein richtig geiles Konzert. Also muss man sagen, mega Bühne, also, ja. Richtig genial. Also lohnt sich auf jeden Fall. DJ Bobo lebt noch? Ja, ja. Okay, in Köln. Der tanzt noch. Der ist da schon mindestens 60. Alter, aber super geil. Ja. Also echt. Über Alter rede ich jetzt auch nicht. Also. Ja, ich bin jetzt 55. Also. Ja, und ich bin Frührenner, also deswegen sage ich ja jetzt nichts zu. Nee, alles gut. Also ist das hier gechillt, wenn man hier so steht und nicht gerade irgendein Depp vorbeikommt mit der Kamera und einen hier ausfragt? Ja, ich bin ja praktisch inkognito unterwegs mit dem Seiko, der. Der ist jetzt im großen Test mit den Hunden. Wir haben die einfach mal reingeladen. Okay. Ja, es ist ein Prototyp, mit dem wir uns gerade bewegen. Aus GFK. Wir hatten einen Schaden gestern, einen Wasserschaden. Da war ein Frostschaden an dem Rückschlagventil. Und das ganze Auto ist voller Wasser gelaufen. Okay. Und weißt du, was passiert ist? Nee. Gar nichts. Der ist voll GFK, sogar die Möbel. Ich stand da, es lief wieder raus an der Seite. 150 Liter Wasser. Alles gut.
Wenn es so klappt, ne? So, ich lasse euch mal in Ruhe. Dann vielen, vielen Dank. Viel Spaß noch. Ich gehe mal weiter mit den Hunden. Hier ist uns, ich glaube, 5000 Euro Strafe, wenn man hier einen Haufen liegen lässt. Tschüss. So, ein bisschen hier Strandleben. Was da ist, die Leute joggen. Die Sonne geht also hier oben auf, geht über den Wohnmobilplatz. Man hat den ganzen Tag Sonne und geht abends unter in Oberkassel. Das ist da gegenüber, da wo die Reichen und Schönen wohnen. Und da drüben ist am Strand, da wird dann abends auch mal Lagerfeuer gemacht. Man kann sogar schwimmen hier zwischen den Pollern, die da sind. Und ja, Platz gibt man immer. Es gibt eigentlich zwei Plätze. Wir können ja mal hier ein bisschen langlaufen, dass ihr das Ganze mal seht. Ich mache euch mal ein bisschen weniger wackelig. Und ein Paradies, auch wenn ihr Hunde habt, also einfach hier vorbeikommen. Man ist in der Innenstadt in gefühlten 5 Minuten. Wirklich so. Und hat denn zum Spazierengehen hier unten gute 5 Kilometer. Ganz da hinten ist auch die Messe. Also ich hoffe, ihr könnt das Stadion sehen. Da fängt die Messe dann an. Da ganz hinten am Horizont Stadion. Man hört von den Flugzeugen gar nichts. Also ist überhaupt nicht belästigt. Die Schiffe sind eher so, wenn die hier vorbeikommen. Die nehmen nämlich hier eine große Runde, kommen hier unten ran, gehen hier am, fahren hier am Lang vorbei, am Ufer vorbei und fahren interessanterweise bergauf auf der linken Seite, holen also hier einen ganz großen Bogen und nicht wundern, dass sie hier links fahren. Die Schiffe, die bergab fahren, die sind tatsächlich auf der linken Seite und die bergauf auf der linken Seite, also je nachdem, wie man sieht. Gibt ein cooles neues Schiff. Hier ist ein bisschen Morgenleben. Guten Morgen! Die meisten haben sich schon hier so ein Stühlchen rausgestellt, sitzen in der Sonne. Die Sonne kommt von hinten, wärmt. Denn hier ist ein bisschen frei, nicht so hohe Bäume. So, hier das Leben. Moin! Ich darf euch mal kurz was fragen. Ihr seid so unglaublich gechillt hier und sitzt hier mit... Das ist ein äußeres Bild, das heißt, ihr seid kurz vor der Trennung, oder wie? Nee, ist glaube ich nicht so. Ist das nicht wunderbar? Ihr sitzt hier in der Sonne, der wärmt euch den Rücken, ihr könnt auf den Rhein gucken. Da parkt gerade einer aus mit Vollgas. So, der Kaffee ist da. Ja, die Schiffe laufen. Wunderschön, ja, ja. So, ihr wart auch in der Stadt gestern? Nochmal, ihr wart nicht weit in der Stadt, weil ihr noch so verliebt seid. Das heißt, ihr habt das Reisemobil gar nicht mehr verlassen, nehme ich an hier. Ich zeige das mal gerade hier. Der Besitzanspruch der Hand, der ist eindeutig da. Nee, ist das nicht toll, hier zu sitzen in der Sonne? Ja, morgens. So, warte. Ja, der ist... Wo werden wir ausgesendet? Bitte, was sagst du? Wir gesendet hier? Ja, hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Das ist einfach mal so praktisch so einen Eindruck mal zu sehen, wie die Leute so entspannt hier einfach mal sitzen. Es muss nicht immer der High-End-Platz in Sechsten sein. Es kann auch... Es kann einfach und wunderschön sein. Das Einfache ist auch das Schöne. Das Einfache ist das Schöne. Es klingt so ein bisschen, als kämst du von hier. Aus Köln. Aus Köln? Aus der bösen Stadt von hier aus gesehen. Okay, das heißt, du hast... Kölsch hast du mitgebracht hier? Nee, ich mache ja auch alt. Alt geht auch. Thüringer ist aber zum Beispiel. So, und das da ist deiner, welcher ist das? Der Malibu? Der offene, ja genau. So, ein Malibu. Das ist Baujahr, lass mich raten, 19? Gute Frage, nächste Frage, ich weiß ja. Es nicht mehr. Ist nicht so schlimm, das ist ja auch ziemlich egal, oder? Ja, genau. Fährt und macht, was es soll. Genau. Was ist das Schöne an Camping für dich? Jetzt mal eine Frage, ihr beide habt euch das kennengelernt gestern? Weil das, okay, kennst du den Vornamen schon von ihm? Ja, den kenne ich. Was ist das Schöne am Camping? Das kannst du besser, glaube ich. Jetzt sag mal du, komm, jetzt was nicht. Ich, ja. Also sage ich mal so. Ich bin dazu gekommen, weil er
das so gerne mag. Mein Ding war es eigentlich nicht, aber das Schöne daran ist, wir sind unabhängig, wir können zusammen sein, wir bleiben da, wo es schön ist, spontan. Also meine Frau, mag auch nicht so sehr campen. Die ist gerade in Mallorca mit meinem Sohn. Ja. Kein Witz, die sind jetzt hier 5 Tage weg. Und du kannst campen. Ja, ich bin ja auf der Durchreise. Ich kam jetzt gerade und wir machen den Stopp immer hier in Düsseldorf. Also das ist hier am Rhein eigentlich der beste Campingplatz der Welt. Ist ja eigentlich gar kein Campingplatz, ist eigentlich nur ein Parkplatz. Aber du bist hier so unter Leuten mittendrin. Trotzdem für dich alleine. Und ganz spontan. Wir haben gestern um 7 Uhr, um 5 Uhr überlegt, wir fahren los. Und vorher war doch dass wir nicht mehr weit kommen. Ja, genau. Du brauchst ja gar nicht weit fahren. Es ist so klasse. Du gehst in die Innenstadt hier rein, du stehst hier. Man hat überhaupt keine Angst. Der eine passt nicht auf den anderen auf. Und man ist auf der richtigen Seite. Auf der richtigen Seite? Die Sonnenseite. Okay. Bei uns hat man ja abends die falsche. Ja, in Köln ist das ja die deutsche Seite. Das ist ja wie die Schellensee, sagt man ja in Köln. Und hier ist es eigentlich so die richtige Seite. Die richtige Seite? Ja. Von der Sonne. Ja, von der Abend, für die Abendsonne. Für die Abend. So, die Abendsonne geht da hinten in Oberkassel, glaube ich, unter. Genau. Irgendwo da. Ja. Und die bewegt sich den ganzen Tag hier rüber. Spektakulär sind hier diese hochmodernen Rheinschiffe. Oder auch nicht. Wenn die so vorbeifahren, das entspannt unglaublich, oder? So ein Schiff. Ja, das ist doch herrlich. Ja, oder was, ja. Man winkt sich ab und zu, ist doch herrlich. Das ist auch eine Verbindung auf die Distanz. Ist das nicht was Herrliches? Das war schön. Ich habe eine Frage. Als der Rhein leer war, was war das für ein Feeling? Kannst du daran erinnern? Ja, klar. Ja, aber das ist so. Das ist Natur. Das ist Natur. Mein Großvater schon erzählt, dass er in seiner Jugend zu Fuß durch den Rhein gegangen ist, so trocken war. Zu Fuß? Ja, da ist er Jahrgang 19 gewesen. Also 1910 muss das gewesen sein, dass er so trocken war, dass man zu Fuß durchgekommen ist. Ach, das ist jetzt keine Erfindung der Neuzeit, dass er mal trocken. Nein, also das hat ich schon gewesen. Ja. So. Alles das ist schon mal gewesen. So, ich zeig mal, also hier nochmal eindeutig. Es ist deine Frau. Ich werde sie nicht anfassen. So. Ja, vielen, vielen Dank euch allen. Ich habe eine Frage von der Stimme her. Machst du so Camper-Test? Ja. Ja, ist doch. Du hast so eine. Kann das so sein, dass du so eine Plattform hast, wo du dann. Ja, hier, guck mal, hier hinten drauf auf dem T-Shirt, siehst du die? Ja. Genau. Ja, genau, das ist das. Deshalb die Stimme kommt so bekannt vor. Du hast ja schon fast Kultstatus. Ich bin Kult. Kultstatus, ja, aber in der Camper-Szene hast du auf jeden Fall schon mal Kultstatus, weil du sehr, sehr genau beschreibst die. Die einzelnen Camper und die Vorzüge, die Nachteile hier. Sie ist schon am Heulen hier. Die Augen tränen. Wenn du mir mal verrätst, wie der heißt, Vorname? Alexandra. Alexa? Alexandra. Alexandra. Mhm. Wenn du nämlich Alexa heißen würdest, das wäre blöd im Video. Das wäre ein bisschen blöd. Und du? Ich bin der Heinz. Heinz. Alexa und Heinz. Wie hieß du nochmal? Sven. Genau. So, ich lasse euch mal in Ruhe. Ich gehe mal ein Stück weiter mit meinen Windspielen, die mich schon hier. So, da kommt noch ein Schiff übrigens. Ja, vielen Dank, noch viel Spaß euch beiden. Okay. Ich nehme an, dass ihr gleich wieder ins Wohnmobil verschwindet. Tschüss. Ciao. Lieber auf den ersten Blick wahrscheinlich gewesen. Da vorne ist Camper. Steht da mit seinem Bulli. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, 3,5 Meter ist hier. Denn einige große Leine haben tatsächlich schon, wir können uns das ja mal angucken, hier vorne an diesem Überstand, der wahrscheinlich denkmalgeschützt ist, sonst hätte wahrscheinlich schon jeder weggenommen, ist der mal hängen geblieben. Der Stellplatz ist irre. Der ist so groß, dass wirklich viele Wohnmobile Platz haben und eigentlich darf man da vorne ja, glaube ich, nicht stehen. Aber ich glaube, das wird hier geduldet. Und das ist dieser Überhang, 3,5 Meter, ihr seht's. Und wenn ich mir mal so diese kleinen Streifschäden anschaue, da ist zwar immer ein bisschen Beton hier ab, aber ich will nicht wissen, wie die anderen aussehen. Also denkt dran, wenn ihr drunter durchfahrt, ihr macht das nur einmal. Hier standen auch Securities gestern hier. Die haben geguckt, dass sie auch keine Wohnmobile hier parken. Am Eingang war auch voll. Aber wir haben dann am Schluss dann doch einen Platz bekommen, weil es fährt immer irgendwie einer weg. Also einer ist hier, ist ein ständiges Kommen und Gehen.
Deswegen lohnt es sich also wirklich auch einfach mal reinzufahren hier an dem Platz. Hier ist, glaube ich, die Tonhalle. Das heißt, wenn ihr anfahrt, könnt ihr Tonhalle eingeben. Ich glaube, es ist die Tonhalle. Ich bin mir sogar ziemlich sicher. Und denn der Platz ist, wenn man das so eingibt, Wohnmobilstellplatz, dann kommt man erstmal nicht drauf. Mein Tipp ist, wenn ihr draußen sitzt und seid hier so entlang, nehmt euch ein kleines Licht mit. Das haben wir gestern auch gemacht, weil die sehen euch zwar nachts, aber es könnte doch mal passieren, dass der ein oder andere euch dann die Füße abfährt. Das ist gestern nicht passiert. So, hier stehen noch mehr Wohnmobile. Und ich glaube, das war gestern das Partyschiff. Die hatten hier voll die Party gefeiert hier am Hafen. War aber ruhig dann. Also irgendwann gegen 11. Und man ist fernab von dem ganzen Trubel. Das heißt, der Trubel, wo hier am Rhein die Post abgeht, das ist ganz da hinten. Und da kriegst du eigentlich gar nichts mehr mit. Ich zeige euch das mal. Also ganz da hinten, ja, die Wunde ziehen. Da, wo die hinter der Brücke dahinter, da fängt dann die Partymeile an. Und die Altstadt ist unweit. Hier ein alter Concorde. Viele ältere stehen hier und auch kleinere Wohnmobile. Also die ganzen Liner waren irgendwie nur 3 Stück. Ja, und hier ist dann die Ausfahrt. Kostet, glaube ich, 15 Euro die Nacht. Ich denke, das ist für so einen sensationellen Platz jeden Cent wert. Ocean Diva Futura. Ich weiß gar nicht, ob das... Doch, ich glaube, das war der, wo die gestern gefeiert hatten. Ja, vorne wird dann bezahlt. Du kannst mal das Zahlhäuschen angucken. Entsorgung ist, wenn man hochfährt, linke Seite. Da kommt so ein Entsorgungsteil. Und hier ist die Ausfahrt dann. Ja, Niederländer. Da bin ich mir dann auch nicht so ganz sicher, wenn die hier stehen, mit so Stealth Camping, ob da denn übernachtet wird. Aber ich kann noch keine Aufbauten sehen. Und hier müsste dann die Einfahrt sein. Einfahrt ist so groß, also auch mit einem etwas größeren Gerät kommt man durch, wie man hier sieht. Also hier der Reisebus, 12 Meter. Kein Thema. Könnt ihr also auch mit großen Fahrzeugen durchfahren. Das ist das Preisigste. Also hier steht jetzt witzigerweise Wohnmobil besetzt. Stellplätze zeitweise gesperrt. Stimmt aber nicht. Also hat geklappt. Mein Tipp ist, ruhig mal reinfahren, dann könnt ihr wieder rausfahren. So, Tarife PKW 2 Euro und 16 Euro. Und Wohnmobil 18 Euro. Könnt ihr mit Karte zahlen. Ihr habt auch hier Support 24/7. Heißt Rheinterrasse, Tonhalle und, was natürlich besonders gut ist, weil auch LKWs hier stehen können. Hier oben hast du noch eine Ticket-Einheit für Leute, die Fenster ein bisschen höher haben. Also es gibt da einmal den tieferen und dann den höheren. Ja, dann fährt man hier rum. Hier ist das Kassenhäuschen. Und da soll man ja nicht stehen, stehen aber auch Wohnmobile. Also ich glaube, es wird nicht so sehr hier kontrolliert. Wir hatten aber schon mal hier, der Oberförster, habe ich gesagt bekommen, der kommt hier schon mal vorbei und prüft mal, ob die Wohnmobile auch ja da stehen, wo sie stehen sollen. Aber ich glaube, so kleinere Wohnmobile, wenn du jetzt nicht gerade mit 12 Meter hier ankommst, die stehen auch mal hier hinten. Wie ihr seht, da hinten sind auch noch ein paar. Ja, dann geht's weiter von einer Rheinbrücke zur anderen. Ungefähr 3.000, 4.000 Meter. Für eine Strecke. Und ja, ich muss gleich die Tüte zücken. Das machen wir gleich. Ja, danke fürs Einschalten. Hier ist German Television. Abonniert unseren Kanal auf einer Tour durch Deutschland.
in Düsseldorf am Rhein. Tschüss.